Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Wir sind hier heute nicht in unserer gewohnten Umgebung, sondern ich bin in Salzburg bei meinem Bruder. Jo, Leute. Und ja, und zwar, wir spielen heute so eine kleine Runde Minecraft Leben. Ist natürlich kein Roleplay. Ich habe gesagt, die Roleplay-Folgen mache ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und hier tropft es extrem. Das war davor noch nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich irgendwie da was wegen Nilo. Gut, und zwar, ich habe im Livestream was entdeckt, den ich übrigens wahrscheinlich heute Nacht wieder machen werde. Hier. Mein Villager ist weg. Und die Türen sind weg. Ich vermute mal, dass der Villager-Zombie hier, also der war ja vorhin Villager, wurde jetzt wieder zum Zombie gemacht. Wer auch immer das war, und der hat dann natürlich der Zombie die Türen kaputt gemacht. Das macht er standardmäßig. Das heißt, wir werden ihn in dieser Folge wieder zurückverwandeln. Das ist unser Ziel. Und ja, wir quatschen heute so ein bisschen, um was es jetzt geht. Also, erstmal um alles klarzustellen. Die wichtigsten Fragen, die wahrscheinlich in den Kommentaren kommen werden. Wieso wohnen ich und mein Bruder nicht zusammen? Das kannst du am besten du mal erzählen. Also wir wohnen nicht zusammen, da unsere Eltern getrennt sind. Ja. Und also unsere Mutter wohnt in Graz und unser Vater in Salzburg. Genau. Und somit wohne ich in Salzburg und er in Graz. Genau. Und ja, und deswegen ist das so. Und deswegen einfach, es tut mir halt leid, dass die Videos hier jetzt vielleicht nicht so sind, wie sie sind, wenn ich die zu Hause machen würde. Ja, tut mir einfach leid, wenn die Audio auch nicht so ganz gut passt oder so weiter. Das ist ja quasi nur eine Notlösung. Und ihr denkt sich, wieso sind wir hier? Aber wir werden hier den Baum abhacken, denn wir brauchen auf jeden Fall einen Apfel dafür, dass wir den wieder zurückverwandeln. Wir setzen natürlich wieder nach. Und ja, es regnet. Ich mache die Sounds mal ein bisschen leiser. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Und du kannst mir mal erzählen, was du auf dem YouTube-Kanal so machen wirst, denn es ist noch kein Video bis jetzt online. Also heute wird mein erstes Video kommen und also auf meinem Kanal mache ich Call of Duty, meistens Advanced Warfare, Dragon Ball Xenoverse, FIFA 15, ab und zu mal GTA 5 und wahrscheinlich auch Minecraft. Genau. Ja. Und heute das erste Video, was kommen wird, wird Dragon Ball Xenoverse sein. Genau. Für die Fragen, die jetzt wahrscheinlich in den Kommentaren stehen werden, sind, habe ich jetzt einen Apfel? Habe ich einen Apfel? Nee, hier ist kein Apfel. Viele werden wahrscheinlich fragen, wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 15. Und wie heißt dein Bruder? Ich heiße Andreas. Er heißt Andreas, genau. Das sind immer solche 100 Millionen Standardfragen, die ich bekomme. Und das finde ich so ein bisschen krass. Im Livestream wird das alle 2 Minuten mal gefragt. Und das ist schon ziemlich heftig. So. Jetzt werde ich hier mal gucken, dass ich endlich mal einen Apfel bekomme. Also er macht mehr Spiele als Minecraft. Also wenn ihr euch für so ein bisschen mehr interessiert als nur Minecraft, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne mal bei ihm vorbeischauen. Link natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, so, jetzt brauche ich endlich einen Apfel hier, weil sonst lasse ich richtig hart aus. Und wir livestreamen in letzter Zeit viel zusammen. Und ich muss sagen, das macht mir echt Spaß. Mann! Moment, hat, warte, ich war Corona. Hast du einen Apfel? So, den Baum hacke ich ja auch nochmal ab. Ja, wir waren heute, du kannst mir mal erzählen, was wir heute so gemacht haben. Also heute sind wir einkaufen gegangen, beim New Yorker und beim H&M. Haben viele Klamotten gekauft und auch viel Geld ausgegeben. Ja. Ja, das haben wir gemacht. So, und da einige immer wieder fragen, so, ey, Bombsoy, kannst du mal ein Fan treffen in hier in dieser Stadt? Ja, danke. Corona, danke, dass du das Game leftest. Danke, du hast mir meine Frage sehr toll beantwortet. Vielleicht soll ich Cookie fragen. Cookie, oder hat jemand einen Apfel? Ich brauche unbedingt einen Apfel, das ist das Ziel dieser Folge. Ich möchte ihn wieder zurückverwandeln. Meine ganzen Thumbnails und so weiter, die habe ich auch. Oh, ich hab den Apfel! Ey, ich komme mit der Tastatur nicht klar. Hat sich erledigt.
verschreibe mich hier immer, weil die Tastatur, die ich hier bei meinem Bruder benutze, viel, viel kleiner ist als die Tastatur, die ich zu Hause benutze. Und so. Nachgepflanzt haben wir, das heißt, wir gehen jetzt nach Hause und verwandeln ihn wieder zurück. Hast du schon mal gesehen, wie man so einen Villager-Zombie zurück verwandelt? Nein. Dann wird es das erste Mal sein. So. Und ja, deswegen entschuldige auch, dass unregelmäßig Videos kommen. Aber wenn ich hier bin, dann habe ich halt keine Zeit. Das müsst ihr verstehen. So, okay. Oh, hier, sieht sehr schön hier aus. Ihr denkt euch bestimmt jetzt so, ja, ich habe nichts gesagt und so weiter. Aber das stimmt nicht, denn ich habe auf Twitter alles gesagt, wieso ich nicht da bin, in den Livestreams und so weiter. Links natürlich alle in der Videobeschreibung. Da seht ihr dann immer, wann was nicht kommt, wieso was nicht kommt. Und wahrscheinlich werden auch einige überrascht sein, die auf Twitter das gelesen haben. Die denken sich nämlich so, die ganze Woche kommt kein Video. Aber ich durfte hier aufnehmen. Und das finde ich echt nett. Danke. So, jetzt gehe ich schnell in mein Haus und wir verwandeln den erstmal ganz schnell. Flotti Karotti. Oh, Little Future, na, wie geht's dir? Ah ja, genau. Das eine habe ich ja sowieso Nilo geschenkt und okay. Der Nicht-Clan jagt dich. Ja. Natürlich, Nilo. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Dann soll er mich doch jagen. Jagt mich doch! Kannst doch nix, Nilo. Töte mich doch. Aber dann wirst du Schwierigkeiten bekommen. Ich sag's dir. So, erstmal ein bisschen Gold. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann machen wir mal hier. Hä? Wo habe ich die jetzt hingepackt? Ach, hier. Hashtag Mongo. Und jetzt machen wir uns hier einen schönen Goldapfel. Und dann geht's auch schon los. Wir holen uns hier noch einen Weakness Potion. Okay, Leute. Bist du gespannt? Mhm. Okay. So. Jetzt müssen wir da rein, ohne dass uns das tut. So. Nicht weggehen, bitte. Aua, nicht schlagen. Ey, Opfer. So. Du stirbst jetzt. Okay. Und jetzt. Zack. Und? Was ist er? Er ist ein Gerber. Ach geil! Das heißt, die werden immer verschieden, weil der Vorweis bei mir was anderes. Und der sieht braun aus, aber ich glaube, der farmt hier nicht ab. Ich glaube nicht, dass er das macht. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen Villager. Dann packen wir hier noch ein paar Türen hin, die leider aufgrund eines sehr schrecklichen Vorfalls hier kaputt gegangen sind. Beziehungsweise. Weil eben jemand meinen schönen Zombie getötet hat. Meinen schönen Villager, meine ich. So, packe ich hier mal die 6 jetzt hin. Und dann haben wir auch das Ziel dieser Folge schon erreicht. So, jetzt haben wir hier so. Zack. Ja, jetzt kannst du dein Hobby wieder nachgehen und Türen auf und zu machen. Und ja, Leute, wie gesagt. Das war's von der heutigen Folge Minecraft Leben. Ich hoffe, ihr wart damit wenigstens ein bisschen zufrieden. Es ist keine gute Folge bestimmt gewesen, aber bestimmt eine Folge, die als Ersatz dienen kann und die auch ersatzwürdig ist. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und guckt auch mal auf Social Media Zeugs vorbei. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.